Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefanie Juchmes und ich erkläre Ihnen heute, wie Sie das MBS-Plugin im FileMaker Client auf Windows installieren. Dazu laden wir die Plugin-Datei auf der Webseite von Monkeybridge Software herunter. Die Adresse lautet www.monkeybridgesoftware.de. Das MBS-FileMaker-Plugin finden wir unter dem Reiter FileMaker-Plugin. Hier sehen Sie den Download-Bereich. Wir entscheiden, in welchem Dateiformat wir das Plugin downloaden möchten. Wir haben die Auswahl zwischen einem ZIP-Archiv und einem Apple Disk Image. Beide Pakete haben den gleichen Inhalt. Wir entscheiden uns nun für das ZIP-Archiv. Mit einem Klick starten wir den Download. Das kann jetzt einige Minuten dauern. Währenddessen möchte ich Ihnen die Dokumentation vorstellen. Diese finden Sie unter dem Reiter Function Reference. Sie sehen hier die einzelnen Komponenten des MBS FileMaker Plugins. Wenn Sie auf eine dieser Komponenten klicken, erhalten Sie eine Liste aller Funktionen in dieser Komponente. Unter den einzelnen Funktionen finden Sie eine detaillierte Beschreibung dieser Funktion. Hier können Sie die Plattform erkennen, für die diese Funktion geeignet ist. Hier sehen Sie den genauen Aufruf der Funktion mit ihren Parametern. Die Tabelle stellt Ihnen Informationen der einzelnen Parameter zur Verfügung. Zusätzlich bekommen Sie Informationen über den Rückgabewert der Funktion. Im nächsten Abschnitt ist die Funktion näher beschrieben und wir erhalten Hinweise auf Besonderheiten dieser Funktion. Oft finden Sie hier dann noch ein Beispiel, das Ihnen zeigt, wie Sie diese Funktion in Ihren Lösungen einbauen können. Diese Dokumentation ist Ihnen ein nützliches Hilfsmittel für die Benutzung der MBS-Funktion. Wenn der Download abgeschlossen ist, können Sie diesen öffnen. Er wird zunächst überprüft und entpackt. Wir sehen den Inhalt der geladenen Datei. Neben dem Plugin enthält der Ordner noch einmal die Dokumentation und einen Beispielordner, in dem Sie sehr viele Beispiele finden, die Sie in Ihren Lösungen benutzen können. Hier haben wir das Plugin für die verschiedenen Plattformen. Wir wollen heute das Plugin für Windows benutzen. Dafür führen wir einen Doppelklick auf den Ordner aus und sehen, dass das 32-Bit-Plugin und das 64-Bit-Plugin in diesem Ordner liegen. Wir müssen uns aber nicht so viele Gedanken darüber machen, welche der Dateien wir jetzt nach FileMaker kopieren müssen, denn wir können auch einfach beide Dateien kopieren. Wir rufen FileMaker auf. Im Einstellungsdialog unter dem Reiter Plugins klicken wir den Knopf Plugin-Ordner anzeigen. Wir bekommen den Ordner angezeigt, in den wir unsere Plugin-Dateien einfügen. Danach schließen wir FileMaker und öffnen es erneut. Wir gehen wieder zu den Einstellungen und sehen jetzt, dass in der Liste das MBS-Plugin auftaucht. Das Häkchen verrät uns, dass es aktiviert ist. Wenn Sie eine Lizenz des MBS FileMaker Plugins besitzen, haben Sie einen Lizenzcode erhalten. Eine E-Mail sieht dann zum Beispiel so aus. Zur Nutzung des Codes in all Ihren Projekten öffnen Sie die Datenanzeige. Geben Sie die folgende Zeile angepasst in Ihren Lizenzschlüssel ein oder kopieren Sie diese Zeile aus der E-Mail. MBS Store Registration, Name, Komponente, Lizenztyp, der Ablaufmonat und der Lizenzschlüssel. Sie können auf unserer Webseite auch eine Trial-Lizenz beantragen. Dazu müssen Sie in der Navigation auf Trial-Lizenz klicken.
und das Formular ausfüllen. Die Trial-Lizenz ist nur wenige Wochen gültig. Bitte liefern Sie keine Produkte, die unter dieser Trial-Lizenz laufen, an Kunden aus und geben Sie Ihre Lösung mit dieser Lizenz nicht weiter. Sie erhalten, nachdem wir Ihre Anfrage genehmigt haben, einen Trial-Lizenzschlüssel. Auch ohne Trial-Lizenz können Sie alle Funktionen testen. Jetzt wollen wir eine Funktion des MBS-Plugins verwenden. Dazu legen wir eine neue Datei an. Wir öffnen nun den Skriptbereich und legen dort ein neues Skript an. Diesem geben wir einen beliebigen Namen. In der Seitenleiste sehen wir jetzt den Schritt MBS Plugin. In diesem Skript möchten wir die Version des Plugins im Dialogfenster ausgeben. Die Version des Plugins erfahren wir auch im Einstellungsdialog, den wir bereits gesehen haben. Allerdings kann das für Auto-Updates eine interessante Funktion sein. Wir setzen eine Variable und wählen dazu den Skriptschritt Variable setzen aus. Wir benötigen den Rückgabewert der Funktion. Dazu geben wir die MBS-Funktion an. Diese beginnt immer mit MBS. Danach folgt der Funktionsname als erster Parameter. Das ist in diesem Fall der Funktionsname Version. Wenn wir noch weitere Parameter hätten, würden wir diese mit Semikolon getrennt an den Funktionsnamen anhängen. Bei dieser Funktion brauchen wir aber keine weiteren Parameter und klicken auf OK. Wir können jetzt das Dialogfeld anzeigen lassen und lassen uns die Variable ausgeben. Wir speichern unser Skript und führen es aus. Wir sehen das Dialogfenster, das uns die Version 9.5.0 mit der Bildnummer 9 anzeigt. Wenn Sie Fragen zum MBS FileMaker Plugin haben, schauen Sie gerne in unseren FAQ-Bereich auf unserer Webseite oder kontaktieren Sie uns per Mail. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem MBS FileMaker Plugin. Vielen Dank fürs Zuschauen.